Bei der Bejaksha Night Nummer 4 im Rahmen der Kulturstrategie. Herzlichen Dank, John Bruno Revival Band, Danny Rico, Lukas Baminger und Camillo Jenny. Ja, es ist dies die vierte Kulturstrategie Salzburg 2024 Goes Bejaksha Night. Wir hatten im November die erste unter dem Titel Besondere Kulturorte stellen sich vor. Dann Ende November Kunst- und Kulturschaffende stellen sich vor. Und im Dezember Stadtteilarbeit, Arbeit in Stadtteilen. Heute geht es um Teams, die sich vorstellen. Künstlerische Teams stellen sich vor. Das Ganze ist eine Veranstaltung der Stadt Salzburg zusammen mit der Initiative Salzburg 2024. Und deshalb freut es mich, dass wir als erstes zur Einleitung Grußworte von Vizebürgermeister Bernhard Auinger hören, der für das Kulturressort der Stadt Salzburg zuständig ist. Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Kulturinteressierte, vielen, vielen Dank einmal als Erster für Ihre Teilnahme an diesem Projekt unter dem Motto Kultur, Leben, Räume, Kulturstrategie 2024. Über 300 Menschen aus verschiedensten Bereichen haben sich bisher in den Workshops daran beteiligt. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, wir sind begeistert, was hier bisher schon erarbeitet worden ist von Ihnen. Auch die Fraktionen im Gemeinderat, denen es schon präsentiert worden ist, waren begeistert davon. Und insofern nochmal vielen, vielen Dank von meiner Seite als Kulturverantwortlicher. Ich bin überzeugt, dass dieser Weg und dieses Projekt ein Erfolgsprojekt wird, dank Ihnen. Und dafür gebührt Ihnen Ihrer Dank. Und gleichzeitig schließe ich natürlich die Bitte an, dass Sie weiterhin Ihre Kreativität in dieses Projekt investieren, sodass wir am Ende des Tages vielleicht sogar ein Vorzeigeprojekt für ganz Österreich als Ergebnis bekommen. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, weiterhin auch viel Spaß und viel Kreativität im Rahmen dieser Workshops.
Letztes darf ich für ein Grußwort aufrufen die Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Salzburg, Magistra Ingrid Tröger-Gordon. Wozu brauchen wir eine Kulturstrategie? Man kann sich die Frage durchaus stellen. Wir haben eine unheimlich produktive und attraktive Kulturszene in der Stadt Salzburg. Wir haben ein breites Kulturangebot. Eigentlich könnten wir uns alle zufrieden zurücklehnen. Aber ich glaube, es ist genau diese Kulturkompetenz, die von uns, die von den Künstlern, von den Kulturschaffenden eine Verantwortung einfordert, dass wir Rahmenbedingungen schaffen für die Zukunft, sodass auch in Zukunft hier gerne und gut produziert und künstlerisch gearbeitet werden kann. Wir haben mit den beiden Kulturleitbildern Kultur und Kunst im engeren Sinn umrissen und hier kulturpolitische Rahmenhandlungen definiert, die uns in den vergangenen Jahren in der Umsetzung sehr geholfen haben. Mit der Kulturstrategie haben wir aber den Kulturbegriff erheblich verbreitert, geöffnet. Wir wollen andere Lebensbereiche, andere Lebensumwelten einbeziehen. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass Experten von unterschiedlichsten Bereichen hier mitmachen, um hier zu einem neuen Weg für Produktionsbedingungen für Kunst und Kultur in der Stadt Salzburg zu kommen. Und es ist ein ganz großes Ziel, dass wir Ende 2021 wieder einen Maßnahmenkatalog haben, einen kulturpolitischen Rahmen, den der Salzburger Gemeinderat dann beschließt und wir in der Folge dann in den nächsten Jahren umsetzen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die da mitarbeiten, dazu beitragen, dass das ein zukunftsfähiges Gerüst wird. Vielen Dank. Die Vertreterin der Initiative Salzburg 2024 ist Professorin Doktorin Ursula Meyer-Rabler und ich darf Sie um Ihre Grußworte bitten. Die unabhängige Initiative Salzburg 2024 ist Partnerin der Kulturabteilung der Stadt Salzburg im aktuellen Prozess Kulturstrategie Salzburg 2024 Kultur, Leben, Räume. Nachdem die Initiative ursprünglich die Bewerbung Salzburgs als europäische Kulturhauptstadt 2024 angestrebt hat, sind wir, nachdem sich der Gemeinderat dagegen ausgesprochen hat, von Bernhard Auinger eingeladen worden, unsere Ideen von einem breiten Kooperations- und Vernetzungsprozess als Methode für die Entwicklung einer Kulturstrategie für die Stadt Salzburg und ihr Umland einzubringen. Unser Ziel ist es dabei immer gewesen, Salzburg zu einem besseren, ausgewogeneren, integrativeren, partizipativeren, kreativeren und glücklicheren Ort für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für Gäste und kurzzeitig hier Lebende zu machen. Dabei ist es uns wichtig, Kultur über den engen Kunst- und Kultursektor hinaus als verbindendes und integratives Element für alle Bereiche des städtischen und umgebenden Lebens zu verstehen. Kultur berührt und umfasst somit auch Themen wie Wohnen, Mobilität, Migration, Tourismus, Wirtschaft, Arbeiten, Bildung und vieles mehr. Ein wichtiger Aspekt des aktuellen Prozesses zur Entwicklung einer Kulturstrategie für Salzburg ist es auch, Vorhandenes sichtbar zu machen und Best-Practice-Projekte vor den Vorhang zu holen. Damit ist eine wichtige Grundlage für weitere Kooperations- und Vernetzungsschritte gegeben. Diesem Ziel ist die heutige Veranstaltung gewidmet, zu der ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Der Reigen der Begrüßungsworte wird abgeschlossen von Dr. Günter Machner, der mit der Prozessbegleitung des hier angesprochenen Prozesses betraut ist. Ja, die Kulturstrategie Salzburg 2024 ist eine Strategie, die bis zum Ende 2021 geplant ist, als organisierter, strukturierter Prozess unter hoher Beteiligung.
Er hat folgende Ausgangspunkte. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist, Kultur in Salzburg ist mehr, als was wir von Klischees kennen, von Images kennen. Es gibt eine große kreative Vielfalt. Denken wir an die vielen zeitgenössischen Kunstschaffenden, denken wir an die vielen Studierenden, an die Kreativwirtschaft, an andere, an die Stadtteile. Und es geht darum, diese Vielfalt sichtbarer zu machen, sichtbar zu machen. Es geht darum, dafür mehr zu tun, neue Impulse zu setzen. Und es gibt auch viele Herausforderungen dabei zu bewältigen, viele Fragen zu beantworten. Die Strategie hat im Grunde zwei Teile. Ein Teil ist mehr nach innen gerichtet, in klassischer Form. Es gibt Arbeitsgruppen zu 5 verschiedenen Schwerpunktthemen, die wir ausgewählt haben. Zum Beispiel das Thema Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Kunst- und Kulturschaffende und Kreative. Oder das Thema Altstadt. Wie kann die Altstadt für die Bevölkerung wieder mehr genutzt werden, wie sie kann die anders belebt werden als in der herkömmlichen Form. Was gibt es da für Ideen dazu? Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft. Ein weiterer Schwerpunkt bildet der Schwerpunkt Stadtteile. Und dann gibt es noch Themen wie die Zukunftsthemen der Stadt und vor allem die Kooperation zwischen Stadt und Umland. Entlang dieser Fragen arbeiten die Gruppen an Maßnahmen, an Ideen und es soll Ende 2021 ein Strategiepapier entstehen. Die zweite Sache, die wir aber im Rahmen dieser Strategie machen, ist nach außen gerichtet. Es geht darum, das viele Gute, das es gibt und die vielen Themen, die es zu diskutieren gibt, öffentlich zu machen. Das heißt, es geht um Präsentationen und um Dialoge. Und die Becsakcsa-Reihe, also Becsakcsa-Kos Kulturstrategie Salzburg, ist ein Teil dieser Dialoge, die wir veranstalten, um viele interessante, spannende Aspekte, Kunst- und Kulturschaffende und anderes sichtbar zu machen. Ja, woher kommt dieses Format, in dem heute Abend präsentiert wird? Astrid Klein und Mark Deitem betreiben ein Architekturbüro in Tokio und dort ist einfach die Situation entstanden, dass beide nicht mehr die unendlichen Präsentationen von ins Themen verliebte Präsentatorinnen anhören wollten und daher hat man eine damals noch hausinterne Regel entwickelt. Bei uns darf nur präsentiert werden 20 Folien, a 20 Sekunden, heißt 6 Minuten 40 für die Präsentation. Daraus wurde ein Selbstläufer, zuerst in der Architekturszene in Tokio und dann entstand ganz schnell die Idee, hoppla, wenn man da so viele Präsentationen hintereinander sehen kann und es wird nicht fad, sondern im Gegenteil, es wird spannend, dann wäre das doch ein ideales Veranstaltungsformat. Daher sind die Becsakcsa Nights als Format entstanden, 2003. 2009 haben wir von der Agentur Jenny Colombo das Format nach Salzburg gebracht. Wir waren damals die 204. Stadt, die sich in den Reigen der Becsakcsa Nights einschließt. Heute gibt es über 1200 Städte weltweit, die dieses Format betreiben und mit viel Lust und Laune an unterschiedlichsten Themen sich an das Publikum wenden. Und wie wird das jetzt ausgesprochen, dieses Becsakcsa, Becsakcsa oder wie auch immer das heißt? Becsakcsa ist ein japanisches Wort und heißt so viel wie Stimmengewirr, Geplauder. Und von Becsakcsa wird das U verschluckt und dann zusammengezogen entsteht dadurch das Becsakcsa. Ganz einfach, oder? Bevor wir mit den Präsentationen beginnen, darf ich die wunderbare John Bruno Revival Band bitten, uns noch einmal so richtig Stimmung zu machen. Thank you.
Wir werden heute 8 Präsentationen sehen. Ich darf kurz die Präsentatorinnen vorstellen. Es sind dies heute Olivia Mitterhuemer, Alex Linse, Gordon Safari und Michael Hofer-Lenz, Susanne Lipinski, Sonja Brilic, Alex Riefler und Gary Klein, Stefan Heitzinger und Klaus Kircher und Robert Keiner. Ich darf als erste Präsentatorin Olivia Mitterhuemer aufrufen und fragen, ob sie schon bereit ist, ob sie online ist. Hallo. Euch was über mein bzw. unser Projekt zu erzählen. Also starte ich gleich, oder? Also ich bin die Olivia Mitterhuemer aus Salzburg. Ich bin freiberufliche Tänzerin und Choreografin und arbeite seit mittlerweile über 15 Jahren im Street-Dance-Kontext bzw. Street- und Club-Dance-Kontext und habe 2009 mit 2 Kolleginnen, mit Farah Dean und Tanja Hangler, ein großes Festival gegründet. Das Festival heißt Flavorama Street-Dance Festival. Dieses Jahr ist bereits die 13. Edition davon geplant. Es hat ganz klein begonnen im Lehrbauhof in der Moosstraße, eben im Jahr 2009. Wir waren damals 18 Jahre alt und sind da ganz naiv und mit großer Begeisterung ins kalte Wasser gesprungen, um einfach die Streetdance-Szene aus ganz Europa und dann nach einigen Jahren auch aus der ganzen Welt nach Salzburg zu holen. Mittlerweile haben wir jährlich 3000 junge Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen, um die Kunst und Begeisterung des Streetdance miteinander zu teilen. Es ist wirklich eine Zusammenkunft, die fernab von Status, Nationalität oder Religion basiert. Und wir stehen vor allem für Rhythmus, für Sinnlichkeit, für Diversität und auch ganz stark für Internationalität. Also wir haben über 30 Nationen, die in Nicht-Corona-Zeiten einmal im Jahr über 9 Tage lang nach Salzburg reisen und sich dieses Spektakel dann am Haupteventtag in der Szene Salzburg geben, wo eben Hip-Hop- und House-Dance-Battles stattfinden. Und wie man auf den Fotos auch schon sieht, es sind wirklich Menschen verschiedensten Alters, verschiedenster Zielgruppen zu Gast. Also wir haben ungefähr 400-500 Menschen von internationaler Herkunft und der andere Teil ist einfach wirklich aus Salzburg oder Österreich, Zuschauer und Zuschauerinnen und sehr, sehr viele Tänzer und Tänzerinnen, die wirklich kommen, um sich zu battlen. Und wir haben auch einen sehr stark oder einen großen Anteil an jungem Publikum und jungen Tänzerinnen und Tänzern, die da eine Plattform bekommen, sich zu präsentieren, die ein Jahr lang darauf hintrainieren können, um sich dann in den Battles zu messen. Und daher stellt Flavorama eine sehr, sehr wichtige Plattform einfach auch da für die nationale und internationale Streetdance-Community. Und dann eben ist es uns auch sehr wichtig zu betonen, dass wir eine sehr diverse Kultur und Community repräsentieren. Uns ist einfach wirklich sehr, sehr wichtig zu betonen, dass wir einfach keinen Unterschied machen. Wir haben alle möglichen Nationalitäten und Hautfarben zu Gast und es ist einfach wunderschön, dass jedes Jahr anzusehen, wie Menschen in so einer magischen Atmosphäre einfach nur die Kunst und die, ja, diese Magie des Tanzes feiern. Und genau, jetzt sage ich noch ein bisschen mehr zum detaillierten Programm. Grundsätzlich haben wir immer 9 Tage lang Streetdance in Bad Gastein und in Salzburg. Seit 3 Jahren haben wir unser Festival auf das Land Salzburg erweitert, und zwar nach Bad Gastein, wo wir vorher eine 5-tägige Fortbildungswoche für professionelle Tänzer und Tänzerinnen anbieten, wo eben, wie schon erwähnt, über die ganzen 9 Tage 30 Nationen aus der ganzen Welt anreisen. Also von wirklich fast allen Kontinenten sind da Künstler und Künstlerinnen vertreten. Und das hat sich über die letzten 13 Jahre sehr, sehr stark gesteigert. Die Hauptbestandteile des Festivals sind eigentlich die Final-Battles, immer an dem letzten Samstag der ganzen Festivalwoche in der Szene Salzburg mit einer Afterparty. Und da haben wir in den letzten Jahren immer knapp 1200 Menschen gehabt, die da diesen Spektakel gelauscht haben. Und am Tag davor sind wir seit 2 Jahren im Solitär, im Mozarteum, was ein sehr, sehr schöner
Clash ist zwischen einer sehr prestigeträchtigen Location, wo normalerweise sehr viel klassische Musik gespielt wird. Und da bringen wir einen Tag die volle Streetdance-Elite sozusagen zusammen, um sich in die Battles zu kämpfen. Während des Hauptwochenendes haben wir außerdem immer öffentliche Tanzworkshops für Laien und Profis mit internationalen Dozentinnen und Dozenten. Auch in den letzten Jahren immer Leute aus Japan, Amerika und Europa da gehabt. Die finden immer in der Sportunion statt und ist vor allem auch für die lokale Community ein großer Mehrwert. Seit letztem Jahr gibt es außerdem eine neue interaktive Plattform namens Walking Dance Class. Wir haben uns da mit Fräulein Flora connected und haben eine interaktive Stadttour mit Hip-Hop-Moves entwickelt und wo quasi der Moderator oder der Anführer auch einiges über die History erzählt. Und am Ende des Festivals bzw. am Ende der Trainingswoche in Bad Gastein gibt es immer Abschlusspartys oder Jam-Sessions, wo DJs auflegen und wo man im Circle tanzen kann und natürlich auch zuschauen kann und einfach ganz frei die Musik genießen kann. Und wie schon erwähnt, haben wir davor immer als Kick-Off eine fünftägige Intensive-Retreat-Woche, wo wirklich Tänzer und Tänzerinnen, die sich einfach noch tiefer in dem Ganzen fortbilden wollen, eine Trainingswoche in Bad Gastein im Pavillon, wo es neben Yoga und Hüttenwanderung eben nicht nur ums Tanzen geht, sondern um einfach die Gesamtheit dieser Kunst und den Austausch vor allem. Dann gibt es hoffentlich in naher Zukunft noch einen Tanztheaterabend namens Flavor Drama. Das war eigentlich für 2020 am Programm, aber haben wir natürlich aufgrund von Covid ein bisschen umschiften müssen. Also wird es hoffentlich dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr was. Und seit 3 Jahren haben wir außerdem eine sehr gute Kooperation mit der Salzburger Initiative Kulturschiene am Bahnhofsvorplatz, wo wir immer als Start des Festivals ein Flavorama Warm-Up Battle organisieren mit einem Publikumsvoting, wo auch die Nachwuchstänzer und Tänzerinnen aus der Salzburger Szene teilnehmen können. Ganz ohne Hemmschwelle und mit freiem Eintritt. Dieses Jahr, Flavorama Volume 13, ist von 28. August bis 5. September geplant. Wir hoffen ganz stark, dass wir so viel wie möglich lokal und in real life stattfinden lassen können und sei es outdoor, aber wir setzen alles dran, dass wir so viel wie möglich mit Zuschauern und Zuschauerinnen umsetzen können. Ansonsten machen wir es wie letztes Jahr über online. Wir haben ein Instagram-Battle über die ganze Welt verbreitet. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung. Aber wir schauen, was kommt und ich sage danke fürs Zuhören. Als wir uns damals 2009 mit der Absicht in Japan meldeten, wir wollen das Format Bejakcha nach Salzburg bringen, da hatten uns Bilder geprägt, die wir gekannt haben von Städten wie New York, Madrid, Sevilla oder Tel Aviv. Dort ist das Format ein reines Architektur- und Designformat. Das heißt, dort trifft sich die Architektur- und Designszene und es gibt dort so viele, dass diese Abende wirklich bestens besucht mit mehr als 1000 und 2000 Leuten funktionieren. Uns hat man dann gesagt, für euch ist wichtig in kleineren Städten wie Salzburg, konzentriert euch bitte nicht auf eine Sparte, nicht nur auf Architektur und Design, sondern geht hinaus und ladet alle Kreativen ein. Nichts lieber als das, haben wir uns gedacht, denn das Ziel ist, seit 12 Jahren von diesem Format Bejakcha in Salzburg
das kreative Potenzial sichtbar zu machen. Als nächsten Präsentator darf ich fragen, ob Alex Linse online ist, und wenn ja, meine Frage an ihn: Woher verbindest du dich zu uns? Wo ist aus den Büroräumen des Off-Theaters? Ja, schönen guten Abend miteinander. Ich darf das Off-Theater mal vorstellen. Man sieht den lustigen Haufen gerade im Bild, der dieses Theater betreibt und bewirtschaftet und putzt und bespielt. Das Off-Theater ist einer der jüngsten Kulturräume Salzburgs, will ich behaupten. Ich mag falsch liegen. Uns gibt es jetzt seit 2017 hier. Davor, man muss aber wissen, das Off-Theater hat zwar nicht existiert, aber die Theateroffensive, die den Raum betreibt und auch mitbespielt, gibt es schon seit 2009. In dem Jahr wurden wir gegründet, haben damals sehr schnell sehr viel gespielt und hatten uns das damals ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Stadt zu bespielen. Und das ging auch gut bis 2016. Da sind uns dann etwas die Spielräume ausgegangen für das Volumen, das wir bespielen. Und dann haben wir dieses Juwel in der Eichstraße gefunden, welches wir 2016 dann selber umgebaut haben, vorbereitet haben für einen Spielbetrieb. Und wurde dann am 21. Januar 2017 eröffnet. Und zwar etwas ganz Wichtiges. Das Theater sollte nicht einfach ein neuer Spielraum in der Stadt Salzburg werden. Wir haben eh viel Kritik bekommen, dass es viele Spielräume gibt. Und zwar aber klar, dass es einen ganz speziellen Spielraum gerade auch für die freie Szene in Salzburg braucht. Und wir haben deshalb hier eine variable Studiobühne reingebaut, die man für viele Gruppen möglichst adaptieren kann. Nicht zu groß, maximal 88 Zuschauer. Und hier gibt es einen Aspekt, der uns extrem wichtig war, ist, dass der Aufenthaltsbereich für die Zuschauer gleich groß ist wie die Bühne. Viele haben gefragt, warum habt ihr nicht alles zur Bühne gemacht? Uns ist es wichtig, quasi den Zuschauer zu empfangen, dass er sich wohlfühlt, um Kunst und Kultur dann auch im Austausch stattfinden zu lassen. Ich habe lange Jahre am Landestheater gearbeitet, leite jetzt seit 2009 die Theateroffensive. Und uns ist sehr oft auch am Landestheater aufgefallen, dass es so eine Konsumkultur wird. Man geht rein, man schaut, Pause, raus und wieder rein, fertig schauen, und dann gehen wir woanders hin. Und uns war wichtig, die Menschen im Theater zu behalten. Und das haben wir hier versucht, und ich will behaupten, das ist uns auch einigermaßen geglückt. Deswegen ist unsere Lounge genauso groß wie die Bühne. Wir verstehen uns aber auch als Networker in der Kulturszene. Wir versuchen uns mit vielen anzubandeln, auszutauschen, und hier soll auch ein Raum für freie Künstlerinnen und Künstler sein, wo sie auch arbeiten können, produzieren können, diskutieren können. Und das haben wir gerade in den letzten Jahren versucht, nochmal sehr stark zu forcieren. Wir selber spielen in etwa 4 bis 5 Neuproduktionen im Jahr. Hierbei liegt der Fokus auf Uraufführungen, Erstaufführungen, Eigenkreationen. Ja, manchmal ist auch eine Komödie dabei, weil es uns Spaß macht. Aber wir haben auch relativ viele Gastspiele. Und wir haben über die letzten Jahre gemerkt, dass trotz logischerweise Arge und Kleines Theater und anderen Räumen, die Raum für die freie Szene bieten, dass trotzdem ein sehr starker Bedarf für diesen Raum da ist. Und das macht uns auch sehr glücklich. Weiteres versuchen wir uns zu vernetzen mit anderen Gruppen in ganz Europa. Wir haben in der Zeit Produktionen mit bestimmten Firmen veranstaltet, mit vielen Theatern, von Graz bis nach Berlin, bis Ungarn, sind viel unterwegs. Nur leider, seitdem wir das Theater haben und es selber bewirtschaften, fällt nicht mehr so viel Zeit an zum Wegfahren. Aber wir versuchen es immer noch und versuchen uns mit möglichst vielen Gruppen auszutauschen, um neue Impulse zu setzen. Was uns extrem wichtig ist, auch vor allem jetzt in einer Zeit, wo wir hoffentlich bald mal wieder öffnen, ist, die Kulturszene noch näher zusammenzurücken und zusammen in die Zukunft zu schauen. Mir persönlich war immer extrem wichtig, Künstlerinnen und Künstler abzusichern, sozial zu versichern, Renten zu versichern,
dass das Ganze auch für alle irgendwann mal eine Zukunft hat. Das Off-Theater soll hierfür auch einen Boden bieten, um diese Ideen zu forcieren, zu diskutieren und zu überlegen, wie man in die Zukunft schaut. Man hat gerade gesehen, wir haben im Sommer das Abgesagt-Festival gegründet. Das war so der erste Schritt mal in diese Richtung. Da wird jetzt wieder hoffentlich einiges passieren, wenn wir auch mal wieder ein bisschen den Kopf frei haben, überhaupt zu überlegen, wie es weitergeht. Und mein sehnlichster Wunsch ist, dass durch diese enorme, vielfältige Kulturlandschaft in Salzburg, dass alle ein bisschen zusammenrutschen und merken, dass es zusammen vielleicht ein bisschen einfacher geht und dass wir uns hier auch bei bestimmten Themen, die sehr verschieden liegen bei jedem, wie wir gerade im letzten Jahr gemerkt haben, zu einem größeren Austausch kommen. Weiteres kann man vielleicht noch sagen, dadurch, dass das Off-Theater viel Uraufführungen, Erstaufführungen macht, ist uns eben auch wichtig, dass wir hier uns ganz klar positionieren und nicht in Konkurrenz zu anderen Häusern, anderen Ensembles, anderen Künstlerinnen und Künstlern in der Stadt stehen, sondern auch ganz klar dort Linien ziehen, wo man sagt, das Off-Theater ist für das da, die Arge ist für das, das kleine Theater ist für das da. Wir sind ein verrückter Haufen und wir versuchen, viele Menschen glücklich zu machen, uns auch, und möchten vielen Menschen hier einen Raum bieten, diese Kreativität zu leben und vor allem auch eine Grundlage für eine Diskussion und einen Austausch zu bilden. Wir haben jetzt eine neue Reihe gestartet, wo wir eben uns mit Politikern auseinandersetzen an einem Tisch, dass man mal bestimmte Themen öffentlich und transparent ansprechen kann. Aber das Ganze, das Off-Theater, steht für einen improvisativen Touch, einen legeren Touch, einen lustigen Touch, aber auch manchmal ernst. Und das versuchen wir konsequent eigentlich immer das ganze Jahr über zu tun. Mich würde es freuen, wenn wir uns im Off-Theater sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an alle Organisatorinnen und Organisatorinnen und Teilnehmerinnen. Dass die John Bruno Band oder jetzt John Bruno Revival Band zwischen den einzelnen Beiträgen musikalisch aufräumt, würde ich sagen, das ist eine Salzburger Erfindung. In den Bechakcha Nights weltweit war das damals neu. Inzwischen gibt es einige Städte, die diese Idee aufgegriffen haben. Ich finde es nämlich um vieles spannender, wenn erstens einmal jeder Beitrag mit einem musikalischen Akzent versehen wird und außerdem muss der nächste Beitrag nicht in die Stimmung des vorherigen hineinmoderieren, sondern kann frisch wegbeginnen. So wie jetzt Gordon Safari und Michael Hofer-Lenz von der Kammeroper Salzburg. Seid ihr online? Ja, wunderbar. Ja, hallo. Woher schaltet ihr euch zu? Wir befinden uns im derzeitigen Headquarter der Kammeroper Salzburg, meiner Wohnung. Ah ja, sehr gut. Dann darf ich um eure Präsentation bitten. Sehr gerne. Ja. Ja, die Gründung der Kammeroper Salzburg fällt in den ersten Lockdown 2020. Die Oper oder dieses Opernunternehmen wurde mehr oder weniger als eine Trotzreaktion gegründet. Wir haben uns gerade damals in einer Produktion befunden und haben mit dem Ensemble Bachwerk Vokal, was ich seit 2015 leite, eine Mozart-Oper gerade geprobt und die Proben wurden abgebrochen und wir sind alle depressiv abgezogen nach Hause und haben uns gefragt, wie können wir denn darauf reagieren, was jetzt gerade vor sich geht? Und wir haben uns schnell entschlossen, ein Opernunternehmen zu gründen, was in der Krise mit den verbleibenden Mitteln arbeitet. Und das war
sehr schnell klar, das konnte nur die Digitalität werden. Wer ist die Kammeroper Salzburg? Das bin zum einen ich, man hat eben die Bilder gesehen. Ich kümmere mich hier um die musikalische Leitung, um Kompositionen. Konstantin Paul ist als Regisseur und Intendant tätig und auch als Librettist. Michael Hofer-Lenz, der hier neben mir sitzt, kümmert sich um Multimedia, um Kostüme, Ausstattung, alles das, was eine Oper braucht. Ja, und die Idee zur Gründung der Oper war genau der 14. April 2020. Wir haben uns per Zoom zu einer Konferenz zusammen telefoniert und mir kam über Nacht die Idee, wir müssen kreativ mit diesen Mitteln umgehen und nicht einen YouTube-Clip nach dem anderen einspielen oder irgendwelche Produktionen abfilmen. Und innerhalb von 2 Wochen haben wir gesagt, bringen wir eine Oper raus am 1. Mai, am Tag 47 sollte die Premiere sein, also der Beendigung des ersten Lockdowns. Und in Windeseile haben wir diese Oper erschaffen, produziert, räumlich getrennt voneinander. Das war die Gründungsgeschichte dieses verrückten Unternehmens. Und jetzt übergebe ich an Michael, der Worte von Konstantin vorliest, der gerade in Südtirol weilt. Genau, wir haben jetzt eben schon ein, zweimal erwähnt. Jetzt hat er uns auch einen Brief dagelassen, dass wir auch seine Sicht auf die Kammeroper kurz teilen können. Er schreibt ihm davon, dass wir vor fast einem Jahr haben wir endlich das angepackt, was wir schon lange in unseren Köpfen hatten. Wir haben ein Opernhaus gegründet. Und zu lange mussten wir mit ansehen, wie die Oper so schnell am Publikum verliert wie keine andere Sparte im Theater. Und gerade die Oper, die durch Verbindung von Text, Musik, Schauspiel und Gesang gerade in der Lage wäre, große Gefühlswelten auf die Bühne zu bringen. Wir waren uns einig, dass die stark kanonischen Spielpläne der großen Häuser die Oper vom heutigen modernen Menschen entfernt hat. Die Menschen sollen sich durch Theater, Oper auf der Bühne repräsentiert sehen. Aber nicht nur durch Gefühl, sondern auch durch ihre Lebensrealität. Das ist der Gedanke, der uns zur Gründung unter anderem bewegt hat. Was wir im ersten Jahr erreicht haben, macht uns wahnsinnig stolz. Wir haben mit Tag 47, wo man vorher die Bilder gesehen hat, ein neues Operngenre gegründet mit der Digital Opera, haben es geschafft, durch Webcam-Ästhetik zu zeigen, wie Menschen in dieser Situation, in diesem Lockdown gerade leben. Bei Ecosystem haben wir es geschafft, unser Publikum auch mal kennenzulernen, was uns sehr wichtig war. Durch initiative Arbeiten, aber wieder in einer anderen Form über Performance hinzugehen und mal zu sehen, wer sind die Menschen, die unsere Werke bis jetzt gesehen haben? Wer sind die Menschen, die sich für moderne Oper interessieren? Die Kammeroper zeichnet vor allem auch das aus, dass wir mit den Mitteln und mit dem, was wir gerade einfach zur Verfügung haben, probieren zu arbeiten. Wir sind 3 Menschen, in denen ein wahnsinniges Feuer für die Arbeit brennt, wodurch, was uns einfach auszeichnet, ist, dass wir diese einfachen Mittel nutzen, um daraus neue Wege zu suchen, Oper zu zeigen. Wie wir es jetzt 2-mal mit YouTube gemacht haben, wie man da im Hintergrund sieht, mit einer Tänzerin gemacht haben, mit Collagen, wo wir unsere Stücke auch schnell gemerkt haben, dass es wichtig ist, unsere Themen so zu verpacken und auch selber Stücke zu schreiben, die zu uns und zum Zeitgeist passen. Und jetzt möchte ich nochmal an Gordon Zafari zurückübergeben. Ja, eine Frage, die uns oft gestellt wird, weil wir jetzt mit Tag 47 und im Westen nichts Neues, im Süden aber auch nicht 2 Digital Operas produziert haben. Hier sieht man gerade den Drehort für im Westen nichts Neues, vor einem Greenscreen entstanden. Die Frage, die uns gestellt wird, ist das Genre Digital Opera Corona-abhängig oder nicht? Und wir antworten ganz klar, nein, ist es nicht. Es ist so, dass wir über die Krise in diese Nische quasi gedrängt worden sind, aber entdeckt haben, hier ist Theater möglich, was so live nicht möglich ist. Und wir wollen das auch nach Beendigung dieser Krise, die wir uns natürlich alle wünschen, gerne weiterführen und weiterentwickeln, weil wir da viel Potenzial sehen.
Natürlich wollen wir auch auf die realen Bretter und das wünschen wir uns natürlich sehr, dort auch Ideen und Projekte zu zeigen. An Ideen mangelt es uns nicht. Es ist eher das Problem, dass wir zu viele haben. Ich darf so viel sagen, wir versuchen auf jeden Fall 2021 noch mit einer Live-Produktion, sofern es möglich ist, in Salzburg präsent zu werden. Das soll eine Improvisationsoper werden. Anfang und Ende unklar, wie es klingt, unklar, wo es stattfindet, unklar. Aber ein Genre, was uns alle drei sehr reizt und auch die Musikerinnen, die Sängerinnen und Sänger, das wird ein spannendes Projekt werden, auf das wir uns sehr freuen und wir hoffen sehr, dass wir das realisieren können. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Was ist schon dabei bei so einer einfachen Regel? 20 Folien, a 20 Sekunden, könnte man meinen. Aber eine solche einfache Regel inspiriert ganz offensichtlich uns alle, irgendwie die Regel auszutricksen. Es passiert regelmäßig bei jeder Bechakcha, die wir vorbereiten, dass wir 21 Folien, 16 Folien zugeschickt bekommen oder dreimal die gleiche Folie oder einen Anruf bekommen, bitte bei der Folie 16 Sekunden oder 25, weil ich mein File braucht länger oder mein Text ist länger. Offensichtlich ist es nicht ganz einfach, wirklich so eine einfache Regel einzuhalten. Es ist aber immer wieder lustig und für uns auch lustbetont, auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Ich darf Susanne Lipinski aufrufen von Kollektiv Kolinski für die nächste Präsentation. Woher schaltet sie sich zu, bitte? Ich schalte mich zu aus dem 4 Quadratmeter großen Büro in Gnigl. Riesengroß. Darf ich um deine Präsentation bitten? Gerne. Ja, wir sind das Kollektiv Kolinski. Uns gibt es seit 5 Jahren mittlerweile. Ich habe das Kollektiv gegründet, nachdem mein zweiter Sohn auf die Welt gekommen ist. Ich dachte, ich wäre Vollblutmutter, ist nicht so. Wir bringen gesellschaftsrelevante Themen auf die Bühne, nicht nur auf die Bühne, auch in den öffentlichen Raum. Performance, Musik und Soziales, was hat das miteinander zu tun? 77 Cent Karriere, kein Kinderspiel, war unser Startschuss, den wir noch immer spielen. Wunderbar, wir haben ihn, dazu werde ich später kommen, auch im Online-Raum gespielt. Auf dem Bild meine wunderbare Kollegin, Tiroler Kollegin Caroline Mercedes-Hochfeldner. Das ist das zweite Stück, Ich will noch nicht gehen, das hat sich mit Sterben befasst. Auch das war humorvoll, wurde auch letztes Jahr bei den Zwischenräumen gespielt und mit zwei wunderbaren Kolleginnen, Susanna Jamet und dem Bashir Khordachi. Wir haben uns mit dem Bleibenwollen auseinandergesetzt. Schnalzen ist wieder ein spartenübergreifendes Ding, das wir letztes Jahr in meinem Heimatdorf Leogang beim Volkssommer spielen durften. Man sieht hier einen Teil der Schnalzergruppe Maria Alm. Die waren live mit uns auf der Bühne. Der Lukas hat Ziehharmonika gespielt und hinten die Gudrun mit der elektronischen Geige. Eine Puppe haben wir auch vorher im Bild gesehen. Also wir sind sehr übergreifend unterwegs und das war die erste
Veranstaltung in der AG Kultur, die uns für die Schnalzerlängen, weil die sind halt sehr lange, die brauchen 4 Meter Radius, den Saal zur Verfügung gestellt haben. Austropop ist unsere aktuelle Produktion, die noch nicht live über die Bühne gegangen ist. Wir hoffen, dass es bald soweit sein wird. Da stehen eh die Daten 5. bis 7. Juli, so es wahr sein soll, mit Testungen, wir wissen es nicht. Wir haben die Frau und ihre Systemrelevanz gezeigt. Wie gesagt, haben wir Austropopo auch mit FS1 digital umgesetzt und es gab eine super erfolgreiche digitale Premiere und das sind so unsere Spielorte, wo wir uns überall schon ausgedehnt haben. Also das weiteste ist Südtirol. Ich hoffe, wir kommen noch weiter. Da ist ein großer Teil des Teams, das immer wieder mit Kolinski arbeitet. Die Caroline Mercedes-Hochfellner und die Karin Schiel waren im ersten Projekt und die anderen, die da sichtbar sind, sind in den 2 nächsten Projekten gewesen, in Schnalzen und Ich will noch nicht gehen. Das ist das aktuelle Team, die 4 Schauspielerinnen Gudra Bleichinger, Elisabeth Breckner, Victoria Fuchs und meine Wenigkeit sind bei Austropopo auf der Bühne. In der Mitte oben Natascha Grasser, die das schon 3. Projekt dann in Zukunft Regie führen wird. Und weil wir so viele Frauen sind, gibt es auch den Hermann Kolinski. Der ist derzeit auf FS1, Hermann der Beginn, zu sehen. Also man sieht, wir versuchen rauszugehen, wir versuchen die Orte zu verlassen, wir versuchen nicht nur im Bühnenraum zu spielen und eben auch anderwertig aktiv zu sein. Mit der Carmen Bayer, die da oben im linken Eck steht, habe ich das Kollektiv Kolinski Sozial gegründet. Und die Namen, die man hier sonst noch sieht, sind all jene, die uns sonst zuarbeiten. Also es sind sehr viele Menschen, die Theater und Performances irgendwie zum Leben bringen. Und eigentlich sind es auch die Zuschauerinnen. Deshalb Kollektiv Kolinski Sozial, weil wir glauben, dass wir Kunst und Soziales miteinander gut verbinden können, dass wir diese Stadt bereichern können, dass es viel zu tun gibt, zum Beispiel Fair Pay. Ich habe gemeinsam mit Alex Linse vom Off-Theater übrigens Caroline Richards und Ben Pascal Schweigen für Fair Pay im Sommer. Ich glaube, direkt nach der Maskenfallpflicht irgendwie am Residenzplatz verwirklicht. Da waren 150 Menschen, die eine Stunde geschwiegen haben. Das ist Kollektiv Kolinski Sozial, die Mindmap. Also wir haben 2 Sachen, Bühne und Soziales. Wir wollen die Stadtbild mitgestalten und wir würden uns sehr, sehr freuen über eine große Spende, nämlich ein großes, leerstehendes Villa-Gebäude in Salzburg. Ich sehe den Stefan von Super unter anderem auch und man kann da gerne zusammenarbeiten. Wir würden gerne ein großes Haus bespielen, denn es gibt in Salzburg viel Leerstand. Also wenn jetzt irgendwer zuschaut, der findet, er muss uns ein Haus vererben oder der einen Leerstand kennt, bitte gerne. Wir sehen darin eine Zukunft. Da steht eine Lüge, weil wir haben derzeit 7 Ansuchen laufen, damit wir irgendwie überleben. Über ungelegte Eier spricht man nicht. Ich darf nur so viel sagen, das nächste künstlerische Projekt wird ein Kunstwissenschaftsprojekt. Also die Projekte von Kolinski werden immer größer. Und ein großes Ziel von mir persönlich und auch von Kolinski ist, dass wir auch Fair Pay zahlen können. Das ist ein weiter Weg. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dran. Ich persönlich liebe es, Gelder aufzustellen, um dann gute Sachen zu ermöglichen und gesellschaftskritisch irgendwie zu handeln. Fair Pay ist eines daran. Wie wird Kolinski gefördert? Stadt, Land, Bund? Zu einem großen Ausmaß war es in der Krise das Land Salzburg, das uns unterstützt hat. Ohne das Land Salzburg hätten wir den digitalen Film von Austropopo nicht umsetzen können. Kolinski ist auch Teil der Kampagne Ohne Kunst und Kultur wird still. Die gibt es seit einem Jahr. Und da müsste ich jetzt eigentlich 10 Sekunden schweigen. Und wer wissen will, was wir künstlerisch machen, der kommt am besten am 5., 6. oder 7. in die AG Kultur, wahrscheinlich getestet.
und schaut uns bei Austropopo, weil es nicht wurscht ist, zu. Wir singen, tanzen und kochen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Thema Verkürzung, das bei diesen Kurzpräsentationen ja so leicht erscheint, das ist gar nicht so einfach. Denn immer dann, wenn Menschen für ein Thema brennen, dann ist die Verkürzung das Schwierigste überhaupt. Oder technisch ausgedrückt, Fachkompetenz ist nicht gleich Wirkungskompetenz. Es kommen nicht automatisch die besser rüber, die mehr von einem Thema verstehen. Deshalb gefällt es mir schon sehr, einfach den Gedanken der Verkürzung dort zu verbreiten, wo Menschen darauf angewiesen sind, dass ihre Themen Verbreitung finden und wo wir alle was davon haben, wenn diese Themen rausgehen. Die nächste Präsentation kommt von Sonja Prlitsch von Gold Extra. Woher schaltet sie sich zu? Hallo, ich bin Sonja und ich melde mich heute aus Taxham in Salzburg. Allerdings werde ich heute woanders sein und deswegen habe ich das Ganze für euch aufgezeichnet. Bitte Folien ab. Ich präsentiere euch heute Gold Extra. Gold Extra ist eine Künstlerinnengruppe, die es schon seit 1998 gibt. Wir sind momentan 5 fixe Mitglieder aus unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen und arbeiten an verschiedensten Projekten zwischen Medienkunst, Computerspielen und meine Leidenschaft ist immer auch noch das Theater. Wie ihr seht, machen wir ganz unterschiedliche Projekte. Unsere Devise war von Anfang an, die Idee schafft das Format und so finden wir es spannend, für unterschiedlichste künstlerische Ideen unterschiedliche Medien zu entwickeln, aber auch unterschiedliche Formate zu entwickeln. Und so können ganz verschiedenste Sachen entstehen, von der Installation bis zum Robotertheaterstück. Ihr seht hier zum Beispiel die 4 Hauptakteure des Robotertheaterstücks Black Box. Das sind kleine Roboterkinder, die Hamlet spielen und sich mit der Frage beschäftigen, was denn Sein oder Nichtsein für Roboter bedeuten kann. Ja, und so interessiert uns dieses Zusammenspiel von Medien, Technologien, Gesellschaft und Kunst. Das kann man auch ganz gut in diesem Theaterstück sehen, das ist Same Time, Same Station, das sich mit der Verbindung von französischer Revolution und Social Media beschäftigt. Und da finden wir es einfach spannend, Formate zu entwickeln, die etwas darüber aussagen, was Kunst und Medien in unserer Gesellschaft bedeuten. Zum Beispiel auch in Local Crisis Machine, das war eine Art von soziologischer Forschung, was denn die Krise mit uns Menschen macht. Und wir haben Krisengeschichten in ganz Europa gesammelt und daraus einen Glücksspielautomaten geformt. Und dann sind wir Anfang der 2000er in den Bereich der Computerspiele gegangen. Und unser erstes Computerspiel, das wir gemacht haben, war das Spiel Frontiers. Und Frontiers setzt sich mit den europäischen Grenzen auseinander. Es ist ein Multiplayer-Spiel, wo Leute auf der ganzen Welt Grenzorte nachspielen können. Sie schlüpfen in die Rolle von Geflüchteten und Grenzpolizei und können dann eigentlich in dokumentarischen Räumen zum Thema Flucht diskutieren. Also Computerspiele sind für uns auch interessante Kommunikationsformen. Und unser Steckenpferd ist jetzt so dieses Entwickeln von Computerspielen
und Dokumentation. Wie könnten wir das zusammenbringen und wie kann man da ganz neue eigene Formate machen? Auch Frontiers ist zum Beispiel eben entstanden im Austausch und Kommunikation und Interviews mit ganz vielen Menschen, deren Geschichten wir dann im Spiel vorkommen ließen. Und so kann es einfach das Genre der Dokumentation zu ganz neuen Formaten führen. Ein anderes Beispiel dafür ist dieses Spiel From Darkness, wo wir uns mit den Hintergründen von Flucht beschäftigen. Wir sind dafür nach Kenia und nach Uganda gereist und haben mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und haben sie befragt nach ihren Gründen der Flucht, aber nach ihren Lebensumständen. Und so zeigt eigentlich dieses dokumentarische Spiel die Komplexität von Lebensrealitäten, auch die Komplexität von Krieg und die Komplexität von Flucht. Und das Ganze ist eine Art von Mediencollage, durch die wir schreiten, und es ist so eine Art von Roadmovie als Dokumentation. Ja, und nochmal ein anderes Spieleprojekt, das nicht nur im digitalen Raum ist, sondern das auch wieder zurück in den realen Raum geht und mit den Controllern arbeitet. Und zwar ist das Tools of Subversion, das sich mit Hass im Netz auseinandersetzt und eine Art von feministische Intervention ist. In diesem Spiel kann man Hass-Webseiten verändern, manipulieren oder auch wie in diesem Fall einfach wegblasen. Und so haben wir versucht, eine humorvolle Auseinandersetzung zu finden, um dieses Schweigen und diese Angst, mit der man konfrontiert ist, im Hass, der uns begegnet im Netz, etwas entgegensetzen zu können. Ja, und in den letzten Jahren haben wir uns immer wieder auch mal mit Salzburg beschäftigt und haben verschiedenste Salzburg-Spiele gemacht. Zum Beispiel hier Future Review. Das ist eine digitale Landkarte, wo wir Geschichten aus Salzburg gesammelt haben von Menschen, die vom Kommen und vom Gehen erzählen, aber auch von der Schönheit und von der Hässlichkeit von Salzburg. Und in dieser Stadterkundung, Stranger Home heißt sie, das war eine Produktion für die Sommerszene, da haben wir die versteckten Seiten von Salzburg erforscht. Und mit einem Bus sind wir durch die Stadt gefahren und Leute konnten in einem Quiz die Stadt erraten und auch erraten, wo sie sind. Ja, ich habe schon erwähnt, diese künstlerische Forschung finden wir ganz spannend, auch künstlerische Forschung in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen. Und das ist jetzt ein ganz aktuelles Projekt, das wir haben, das Projekt Schnittstellen mit Schülerinnen der Mittelschule in Lehn, mit denen wir jetzt 2 Jahre hintereinander digitale Spiele entwickelt haben. Das war einerseits das Spiel The Truth Part 2, ein Mixed Reality Game, das die geheimen Seiten von Salzburg erforscht, wo man mit dem Handy und Geschichten im realen Raum eine verzweigte Geschichte erfahren kann. Das Spiel haben die Schülerinnen mit uns gemeinsam auf Augenhöhe entwickelt. Und das zweite Spiel ist Black Day. Das ist eine Mischung aus Brettspiel, Live-Comic und Video. Und uns war es wichtig, jetzt mit den Schülerinnen gemeinsam zu arbeiten, voneinander zu lernen und schauen, wie können unsere eigenen Erfahrungen und ihre Erfahrungen über Spiel zu was ganz Neuem führen und welche interessanten Spieleformate entstehen so. Und ja, so haben wir jetzt einen intensiven Prozess gehabt über 2 Jahre hinweg, wo wir das geforscht haben, wohin Spiele gehen könnten, auch was Spiele bedeuten könnten, um Jugendliche einzubinden in das kulturelle Leben und ja, wo wir jede Menge gelernt haben, auch von den Jugendlichen. Und unser aktuellstes Projekt ist das Projekt Border Grids, zu sehen hoffentlich bei der Sommerszene in diesem Jahr. Und das ist eine interaktive Dokumentation, wo wir uns mit dem Genre des Escape Rooms beschäftigen. Und zusammenfassend könnte man sagen, bei Gold Extra geht es ganz viel über Menschen, über Gesellschaft und Technologien und neuen Medien. Und wo wir sind, sind auch immer ganz viel Kabeln. Ich sage Dankeschön und viel Spaß heute noch.
Bejakcha ist kein Selbstzweck, kein Selbstzweckformat. Es geht nicht darum, dass wir behaupten, Bejakcha wäre die einzige gute Möglichkeit zu verkürzen. Es gibt viele verschiedene Formate, die Ähnliches betreiben. Und wir wählen auch nicht am Ende einer Bejakcha Night die beste Präsentation. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, in Austausch zu treten und das in eine bestimmte Form zu gießen. Alex Riefler und Gary Klein präsentieren uns das nächste Thema, Wortspielraum. Seid ihr schon online? Ja. Wunderbar. Woher verbindet ihr euch zu uns? Aus Liefering. Aus Liefering. Dann darf ich um eure Präsentation bitten. Ja, sehr gerne. Ja, hallo. Wir freuen uns heute hier dabei zu sein und uns als Wortspielraum vorzustellen. Wir möchten euch in den nächsten paar Minuten einen Einblick geben, was zwei unterschiedliche Schaffensbereiche für einen gemeinsamen Weg entdeckt haben. Und zwar ich als Lyrikerin, das, was meine Wurzel und Basis meines Schaffens ist, mich fasziniert an der Lyrik einfach ihre vielen Facetten, ihre Möglichkeiten, die sie bietet. Und natürlich auch, wie sie sich entfaltet, wenn man ihr ihre Zeit lässt und sich auch intensiv mit ihr beschäftigt. Ja, hallo, ich bin der Gary Klein. Ich bin Bildhauer und freischaffender Musiker. Besser gesagt, freischaffender Musiker und Bildhauer. Ich komme jetzt einmal ins Bild. Wie Sie auf dem Fotos sehen könnt, ich beschäftige mich sehr viel mit Bildhauerei und mit der dritten Dimension, einerseits im Stein. Ihr habt eine Steinfigur gesehen und sehr viel mit Metall, und das heißt jetzt im Gussformat. Das ist einer meiner großen Leidenschaften. Die Bildhauerei ist natürlich die dritte Dimension an sich. Und so ist natürlich auch dieser Gedanke entstanden, wie kann man auch Wort und Lyrik, wie ermöglicht man andere Begegnungen mit diesem Wort und Lyrik und vor allem auch von der zweiten in die dritte Dimension zu stellen. Wir haben schon, dadurch, dass ich ja schon in der Nähe einen Bilder habe, sehr viel Dialog und Austausch über Lyrik und Bildhauerei gehabt und haben irgendwann mal gesagt, lass es uns ausprobieren. Und dann haben wir mit meinem Prozess angefangen, und bei uns ist es so, am Anfang ist das Wort, also das ist dann ein Begriff, und dieser Begriff bringt mich dann eigentlich in lauter Verästelungen und lässt mir alle Möglichkeiten offen, und es entstehen langsam Verdichtungen und Bilder, und die bringe ich dann natürlich an den Bildhauer. Ja, die ganze Geschichte ist es dann, dass wir, wenn wir eine Idee gemeinsam haben, das heißt also, oder einen Auftrag haben gemeinsam, dann müssen wir unsere Ideen dann zusammenfinden. Und es ist immer die große Frage, wo geht die Reise hin? Und wir müssen dann miteinander versuchen, was für Material nehmen wir her, wie lang ist der Text, und diese ganzen Geschichten werden dann in der Situation einmal festgelegt. Nein. Ja, und dann kommt eigentlich mein Freiraum, in dem ich mich austobe, nämlich zwischen den Worten und mit den Worten, und suche mal wirklich die Worte, die was zu unseren Inhalten passen, und füge sie zusammen und feile sie auch, wie ein Bildhauer, arbeite sie aus. Man sieht da ganz gut an den Fotos. Also wir haben da ein Objekt am Werken. Ich muss dann hergehen für den Guss. Also in dem Fall wird es ein Aluminiumguss. Wir haben da einen Fernseher rekonstruiert, also in dem Fall abgegossen. Da kommen dann diese Matrizen, die dann hergestellt werden. Ich muss also dieses Grüne, was ihr da seht, das ist alles aus Wachs, das habe ich dann hergestellt aus diesen Negativformen, und das passiert alles in unserer Werkstatt, also in meiner kleinen Werkstatt, und kommt dann zum Gießer.
Ja, und währenddessen kümmere ich mich wieder um den Text, muss ihn setzen am Computer. Und wie sich jeder vorstellen kann, wir haben wirklich große Objekte. Am Computer kann man sich nicht alles vorstellen. Wir müssen die Sachen wirklich plotten, setzen uns hin und sagen, passt der Text, sitzt der da richtig, passt es fürs Objekt? In der Mitte in das Foto, dieser Fernseher, den wir da abgegossen haben, der war in dem Fall wirklich aus den 60er Jahren. Das ist dann für ein Objekt, das ihr dann später auf dem Foto sehen werdet. Ist dann noch ganz frisch nach dem Guss noch in seiner eigenen Haut. Danach gibt es dann diese Feinarbeit mit Ziselieren und so. Das passiert dann alles wieder in der Werkstatt bei mir. Und wir haben natürlich dann sehr viel Sachen mit Beleuchtung und Schrift. Also wir versuchen immer, die beiden Sachen wirklich miteinander zu verbinden. Und da passiert es oft, uns ist es passiert, dass wir draufgekommen sind, dass es natürlich sehr reizvoll sein kann, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Und dadurch schreiben wir sehr viele Objekte durch oder machen sie im Positiv. Es gibt so einige Arbeiten, die ja in Salzburg stehen. Genau. Und ein Objekt, die Dialogzone, die ist in 4 Ländern durch 29 Städte getourt und wurde dort wirklich als Lesezone verwendet, auf Hauptplätzen in diesen Städten. Und das nächste wäre die Sendepause. Eben, da haben wir heute schon gesehen, da hat der Gary euch ganz kurz gezeigt, wie sie entstanden ist. Da geht es eigentlich um die Informationsüberflutung und sie steht passenderweise in einer Internetagentur, was auch für uns gut ist. Dann momentan entsteht in Max Glan, bei der Raphael-Apotheke, wer sie kennt, entstehen Installationen rundherum und da ist die große Frage und Herausforderung, wie erzeugt man Stille an einem Ort, wo es eigentlich sehr unruhig und hochfrequentiert ist. Ja, und den Schluss mache ich jetzt noch ganz kurz. Wir haben neue Ausblicke, insofern wir haben neue Ideen in Richtung Figur, also die menschliche Figur in Stein und mit Wort. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke. Ciao. Als Veranstalter der Bechakcha Nights kann es natürlich nicht heißen, dass nur wir exklusiv für dieses Format stehen, sondern wir empfehlen dieses Format für unterschiedlichste Bereiche. Wir machen Workshops auf der Uni, wo wir Studierenden dieses Format nahebringen. Da sage ich immer dann dazu, Achtung, wenn ihr das wirklich praktiziert mit Bechakcha, dann steigt der Leidensdruck, wenn ihr weiterhin ewig lange Präsentationen sehen müsst. Aber das gehört dazu. Stefan Heitzinger ist der nächste Präsentator unseres Abends und wird zum Thema Periskop reden. Wohin verbinden wir uns da jetzt, Stefan? Ich habe momentan keinen Ton. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf Sendung bin oder Stefan Heitzinger.
Ja, Entschuldigung, bei mir war die Stummschaltung noch an. Jetzt, okay. Also ich wiederhole mich nochmal, einen Gruß an alle, an den Geräten. Ich bin hier in meinem Büro zu Hause. Man hat sich gesehen, dass die Kinder ab und zu durch den Bildschirm flitzen. Meine Frau hat das Zoom-Gespräch am anderen Gerät vor einer halben Stunde beendet. Das heißt, die Kinder wursteln sich jetzt ins Bett und ich sollte jetzt eigentlich sozusagen nicht mehr gestört werden. Aber auch, es kann durchaus zu Zwischenfällen kommen, weil es eben diese Heimsituation ist, die wir ja alle haben. Genau, die aber ganz ich möchte normale euch eben, Abnormalität. Die ganz normale Abnormalität, genau. Ich darf dich um deine Präsentation bitten. Ja, gerne. Ich möchte euch das Periskop vorstellen. Hier sieht man es schon, das Periskop liegt in der Sterneckstraße mit der wunderbaren Aufschrift einer Künstlerin, wenn du das liest, habe ich nicht geträumt. Davor seht ihr auch eine Performance, die wir jetzt im Februar abgehalten haben, zusammen mit der Künstlerin. Ist schon wieder die nächste Impression aus dem Innenraum. Ihr werdet verschiedene Ausstellungen jetzt mit mir durchgehen können. Periskop ist spezialisiert auf bildende Kunst. Wir haben das als Mozarteumsabsolventen und Absolventinnen gegründet und uns im Team dann zusammengefunden. Wer ist wir? Wenn ich immer sage wir, dann ist es die Elisabeth Schmierl, der Bernhard Lochmann und dazugekommen ist die Karin Peiker. Wir alle haben zu unterschiedlichen Jahrgängen abgeschlossen, aber uns schon vom Studium gekannt. Und haben uns nachher zusammengetan und eben gesagt, wir wollen einfach diesen Projektraum gründen. Periskop macht 8 Ausstellungen im Jahr. Und am Anfang war natürlich sozusagen auch unser Freundeskreis das, was wir zeigen wollten, der Umkreis. Aber darüber hinaus wollten wir auch schauen, was ist denn über die Uni, über das Mozarteum, über Salzburg hinaus an bildender Kunst, an und darüber hinaus auch sozusagen unterwegs. Drum heißt unser Projektraum auch Periskop, weil wir das Periskop ausfahren. Wir legen sehr Wert auf diese lokale Verortung, aber auch sozusagen auf die nationale Einbindung von Künstlerinnen. Und wir streben natürlich an, möglichst auch über die Grenzen hinaus mit unseren Projekten wahrgenommen zu werden. Der Periskop hat 30 Quadratmeter und die Idee ist, dass er immer seine Gestalt ändert. Hier ist ein partizipatives Projekt einer Künstlerin, da war es ziemlich randvoll. Das heißt, die Gedanken der Künstler kristallisieren sich im Raum und modellieren den Raum jedes Mal neu. Genau, es gibt bei uns Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen, bis hin zu kleinen oder sehr häufig eigentlich versuchen wir zwei Künstlerinnen oder Künstler zu kombinieren, die sich vielleicht vorher nicht kannten. Es gibt jedes Jahr so ab Mai eine Ausschreibung, wo wir Leute einladen, die jetzt sozusagen starten wollen in ihrer Karriere als bildende Künstlerinnen, die vielleicht die Ausbildung gerade noch hinter sich haben an den Unis, an diese Leute richtet. Und genau, wir haben da auch immer einen sehr, sehr guten Zulauf und stehen dann eigentlich vor der Qual der Wahl aus zwischen 100 und 150 Leuten sozusagen dann entscheiden zu müssen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil das sind sehr, sehr qualifizierte und tolle Einreichungen. Und wir versuchen zu vermischen, das habe ich schon gesagt, dass man Künstler, die hier verortet sind, mit Leuten aus dem europäischen Raum, aus anderen Hauptstädten, aus anderen von anderen Umfeldern sozusagen kombinieren. Und genau, das machen wir, weil es gerade ein sehr spannendes digitales Projekt, wo die Ausstellung sehr minimalistisch bestückt war und das nur über einen Bildschirm, über den Laptop hier so seifenblasenähnliche Gebilde gezeigt hat.
schon wieder das nächste Bild. So schaut es aus im Periskop im Sommer, wenn er endlich kommt, wo man draußen stehen kann. Wir haben eben eine Auslage, die wir jetzt auch in Covid-Zeiten super nutzen können, weil sozusagen man kann was drinnen zeigen. Es gibt die Performance drinnen und draußen ist man sozusagen in der sicheren Zone abgeschottet im Freien mit Mund-Nasen-Schutz. Also die Lage des Periskop hat sich jetzt eigentlich in der Covid-Zeit super bewährt. Ja, wieder eine andere Impression, ein tolles Projekt auch. Genau. Was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Muss ich kurz mal auf meinen Spickzettel schauen. Ja, vielleicht kann ich kurz einmal... Ja, genau, das ist ein Punkt. Wir bespielen außerhalb des Periskopraums durchaus mit unseren Projekten auch Satellitenräume. Das heißt, Räume, die in Salzburg oder darüber hinaus gerne auch in anderen Städten liegen, laden da Künstler ein, stellen diese Projekte zusammen. Periskop ist im Grunde auch ein Netzwerk von, wir wollen ja die Künstler kennenlernen, wir laden auch Theoretiker dazu ein und aus diesem Netzwerk ergeben sich auch Situationen, wo wir außerhalb von Salzburg Projekte bespielen können. Genau. Und dieses Netzwerk ist auch sehr wichtig, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, weil mir vorkommt, also seit meiner Ausbildung habe ich sehr, sehr viel von den anderen vielfältigen Künstlerinnen und künstlerischen Positionen lernen können. Und wenn ich mit meinen Teamkollegen rede, denen geht es eigentlich auch so. Das ist eigentlich die beste Schule und dieses Lernen, was in der Auseinandersetzung mit den Arbeiten der anderen Künstlerinnen passiert. Ja, aber ich sehe es gerade auch, ein herrliches Projekt, da wurden Nadeln verwendet von der Künstlerin Anja Heimann, um so hautähnliche, fellähnliche Kleidungsstücke zu designen und die sind dann gezeigt worden von den Models, die sie engagiert hat. Ein Beispiel dafür, dass Periskop auch den Stadtraum gerne bespielt mit Aktionen, mit Performances. Dieser Leuchtkasten, der spielt auf die... ist schon vorbei. Also um ins Detail zu gehen, da gibt es bei jedem Projekt viel, viel zu erzählen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, wofür Periskop steht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch mal zeigt in der Sterneckstraße 10 bei einer und bei den Öffnungszeiten, die immer sind, von Donnerstag bis Samstag oder bei einer Vernissage. Genau. Bei den normalformatigen Bejaksha Nights in der AG Kultur ist es eine beliebte Tradition, dass wir uns auch Einspielungen aus internationalen Veranstaltungen von woanders herholen. Das hat den Sinn, dass die gesamte Bejaksha-Welt untereinander im Austausch bleibt, sich vernetzt und auch mitbekommt, was in anderen Städten so läuft. Auch unsere Präsentationen aus Salzburg sind schon in anderen Bejaksha Nights präsentiert worden. Den Abschluss der heutigen Präsentationen machen jetzt Klaus Kircher und Robert Keiner. Ich darf euch fragen, woher schaltet ihr euch zu? Aus der City of Antering schalten wir uns zu. Und ja, wir sind da in meinem Folterkeller. Normal wird da mit dem Instrument Scheidel kniert. Mindestens 20 Minuten am Tag jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Das klingt sehr spannend, dieses Downtown von Antering.
Okay, ich darf um eine Präsentation bitten. Ja, es war bald nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr. Die Pandemie war über uns hergebrochen mit den bekannten Auswirkungen. Und in die aufkommende Verzweiflung haben wir eine Münchhausen'sche sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieh Aktion, bei dem es heute noch geht, gestartet. Und zwar, wir haben beschlossen, jeden Sonntagabend ein kleines Konzert im zauberhaften Innenhof der Dreifaltigkeitskirche Salzburg zu veranstalten. Das Priesterseminar Salzburg hat zu diesem Zweck erstmals diese historische Örtlichkeit inmitten der Stadt Salzburg der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle gleich auch großer Dank an die Geschäftsführung des Priesterhauses, Hannes Wagner. Er hat die Möglichkeit verwirklicht und die Zusammenarbeit ist hervorragend. Maßgebliche Ideenfindung hat es vorher gesehen und Mitinitiatoren der somit geborenen Arkadenkultur, um die geht es heute, sind die Gastronomen Silvia Löckner und Peter Lammer vom angrenzenden Johanneskeller. Ja, unsere Sonntagskonzerte finden immer von 19 bis 22 Uhr statt, grundsätzlich bei jedem Wetter. Und es gibt ja die herrlichen Arkadengänge und da bleibt somit niemand im Regen stehen, auch nicht die Künstler und Künstlerinnen. Natürlich geht es jetzt erst los mit den Konzerten, wenn es Corona zulässt. Und Corona-bedingt passen wir natürlich das Sicherheitskonzept den jeweiligen Vorgaben an und wir schauen natürlich, dass das alles eingehalten wird. Und im letzten vergangenen Jahr hat das alles wunderbar funktioniert, ohne Zwischenfälle und Probleme. Veranstaltet werden die Arkadenkonzerte von drei Personen, nämlich Robert Keiner, Klaus Kircher und dem leider krankheitsbedingt abwesenden lieben Stefan Schubert. Gute Besserung von dieser Seite. Ja, wir sind eigentlich Musiker, nicht Veranstalter und verdienen uns unsere Brötchen normalerweise auf den Bühnen dieser Welt. Der Robert zum Beispiel spielt seit vielen Jahren im Musikensemble des Jedermanns und organisiert und managt dieses auch. Und ich hätte es eigentlich nicht sagen sollen, aber er hat so ganz nebenbei letztes Jahr den großen Kunstpreis des Landes Salzburg erhalten. Bravo. Der Stefan, der Abwesende, und ich musizieren normalerweise beim Herrn Wilhelm Resedaritz beim Stubenblues, wer es kennt. Ja, die Mitwirkenden der Arkadenkultur kommen grundsätzlich aus der Gegend von und um Salzburg und haben natürlich die meisten einen engen Bezug zur Salzburger Szene, Musikszene. Und unsere Veranstaltungsreihe unterstützt eben diese Künstler und Künstlerinnen, die natürlich unter diesen Covid-Auflagen relativ stark leiden und seit über einem Jahr quasi nicht arbeiten dürfen. Und viele davon sind da wirklich ernsthaft in der Existenz bedroht. Und es benötigt einfach diese Gagen und so braucht man einfach das Jahr ganz besonders dringend. Was passiert stilistisch? Es gibt grundsätzlich eigentlich keine Vorgaben. Wir schauen halt, dass wir ein qualitativ hochwertiges, professionelles Programm machen und ja, dass einfach das Authentische und die künstlerische Eigenständigkeit, die soll da immer im Vordergrund stehen. Im letzten Sommer haben wir 14 Konzerte veranstaltet. Da gab es Tango, Jazz, Blues, Soul, Lateinamerikanisches, Balkan Grooves, Folk, vieles mehr. Musiziert wird auch heuer bei jedem Wetter. Wir planen einen bunten Mix an musikalischen Darbietungen, immer auf gewohnt hohem Niveau natürlich und verbunden mit den gastronomischen Gusto-Stückerl in entspannter südländischer Atmosphäre. Überraschungsgäste, wie schon im Vorjahr, werden auch heuer wieder spontan für eine Bereicherung des Dargebotenen sorgen. Die freie Musikszene Salzburg ist schließlich eine große Familie und hat in der Arkadenkultur jetzt schon ein wöchentliches Zuhause gefunden. Die Anzahl der Konzerte heuer hängt sehr davon ab, wann wir starten dürfen. Geplant sind die Abende dann bis in den Herbst, solange es die Temperaturen zulassen. Ja, vielleicht einige Zahlen und Fakten zur letztjährigen Veranstaltungsreihe. Die Finanzierung erfolgt eigentlich ausschließlich über freiwillige Spenden und Unterstützung aus privater und öffentlicher Hand. Der Großteil der Einnahmen geht zum Glück an die Künstler und das ist uns auch ganz wichtig. Das heißt, so circa 90% des Gesamtbudgets letztes Jahr sind in die Gagen geflossen und so wollen wir es auch weiterhin halten. 10% geht für die Organisation drauf. Ja,
Ja, aber jetzt zum Wesentlichen, warum wir heute hier sitzen. Und zwar, wir brauchen die Unterstützung. Also von allen Spenden im Vorfeld schaffen Planungssicherheit bei der Auswahl der Bands und der Höhe der auszahlbaren Gagen. Also noch einmal zur Erinnerung, bei uns gibt es keine Almosen, sondern wir zahlen Fixgagen. Und ganz wichtig, auch kleinere Beträge finanzieren in Summe die eine oder andere Musikergage. Wir haben uns bewusst gegen eine Crowdfunding-Plattform entschieden, weil dort ein Teil des Geldes an Provision zurückbleibt und unser Grundsatz alles für die Künstlerinnen widerspricht. Also unser Homepage Arkadenkultur bietet Infos und den Link zu unserem Spendenkonto. Das ist ganz einfach dort uns zu finden, arkadenkultur.at. Wir haben dort ein PayPal-Konto eingerichtet unter info@arkadenkultur.at. Unter dieser Adresse findet man uns, kann uns auch anschreiben, falls man kein PayPal-Konto nutzen möchte. Und dann übermitteln wir euch Bankdaten. Ja, und was bieten wir dafür? Was können wir euch anbieten? Für die großzügigen Spender und Sponsoren gibt es natürlich Namensnennungen auf der Homepage, dann gibt es Werbeeinschaltungen auf den Plakaten und in den Programmflyern und es gibt wöchentliche Presseaussendungen und ein Newsletter an ca. 2.500 Adressen. Ja, individuelle Pakete kann man sich natürlich auch ausmachen, ist klar. Ja, und ja, wir bieten natürlich vor allem super Ambiente, einzigartiges Ambiente im Priesterhaus und ein spannendes, qualitativ hochwertiges Kulturprogramm mit herrlicher Musik und ja. Und hoffen, dass das über das Jahr hinaus weiter Bestand hat, auch ja. In Folgejahren. Also, danke. Auch wir hier im FS1-Studio wünschen Stefan Schubert gute Besserung, alles Gute. Das Ganze war eine Veranstaltung der Stadt Salzburg gemeinsam mit der Initiative Salzburg 2024. Daher ist es passend, dass nun Magistra Barbara Köstler-Schruf uns die Abschlussgrußworte darbringt. Ja, wie geht es weiter mit der Kulturstrategie 2024 im heurigen Jahr? Ich wurde manches Mal gefragt, ob es in diesen Zeiten überhaupt Sinn macht, an einer Kulturstrategie zu arbeiten, ob die Menschen, wo sie zum Teil auch existenzielle Probleme haben, überhaupt Interesse an so etwas haben. Und ich muss sagen, an die 400 bisher beteiligten Personen, die mit sehr viel Engagement und auch mit einer Freude an diesem Prozess mitarbeiten oder mitgearbeitet haben, zeigen, dass sich die Menschen auch in dieser Zeit den Blick auf eine positive und lebenswerte Zukunft in Salzburg nicht verstellen lassen und auch bereit sind, sich dazu einzubringen. Und das ist uns wirklich eine sehr große Freude. Die bisherigen Ergebnisse wurden in einem Fokussierungspapier zusammengefasst, das die wichtigsten Ziele, Maßnahmen und Vorschläge listet und das jetzt zur Weiterarbeit im Jahr 2021 dient. Weiterarbeit einerseits in Fokusgruppen, das heißt, wir arbeiten mit Gruppen von Menschen, die bisher noch weniger eingebunden waren in diesen Prozess, Studierende, Jugendliche, Unternehmerinnen. Wir führen natürlich auch Gespräche mit den Vertreterinnen der Kulturpolitik, mit den Vertreterinnen der Verwaltung von Stadt und Land. Wir arbeiten weiter in den Arbeitsgruppen. Hier wird es in erster Linie gehen um eine Vertiefung, Priorisierung und Konkretisierung der bisherigen Ergebnisse. Und wir werden dann im Sommer einen Zwischenbericht dazu erstellen und vorlegen und werden ihn öffentlich zur Diskussion stellen im Herbst. Und dann hat jeder Interessierte und jede Interessierte die Möglichkeit, sich hier einzubringen und auch zu kommentieren und Anregungen noch abzugeben.
Und das wird dann alles einfließen in den Endbericht, den wir bis Ende des Jahres 2021 vorlegen möchten und der dann im Gemeinderat nächstes Jahr zum Beschluss vorgelegt wird. Was heuer auch noch stattfinden soll, ist das Gipfeltreffen der Leitbilder, das wir ja eigentlich schon im letzten Jahr abhalten wollten. Da wir es aber zumindest als Hybridveranstaltung anbieten wollen, haben wir es des Öfteren verschieben müssen. Es wird jetzt am 1. Juli stattfinden, ab 18 Uhr im SN-Saal. Wir werden die Expertinnen und Experten der wichtigsten Leitbild- und Strategieprozesse aus der Stadt einladen, mit uns gemeinsam und mit Bürgermeister Harald Breuner und Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Schnittstellen der verschiedenen Strategieprozesse zu definieren und zu diskutieren. Was auch 2021 weitergehen soll, ist dieses Format, so wie Sie es heute erlebt haben. Und wir werden die nächsten beiden Termine haben am 15.04. Da werden sich künstlerische Teams vorstellen. Und am 27.05. werden sich Co-Creation Spaces vorstellen. Hinweisen möchte ich noch auf das Unser-Logo, das Sie hier auf diesem Roll-up sehen. Es wurde für die Kulturstrategie 2024 entwickelt und unser soll stehen für alle, die in dieser Stadt gerne leben, wohnen und oder arbeiten, für alle, die mit vielem zufrieden sind, aber auch Handlungsbedarf sehen auf vielen Ebenen oder in einigen Punkten und für alle, die sich gerne dazu einbringen möchten oder bisher auch schon eingebracht haben. Unser, das betonen wir immer wieder, ist nicht ausschließend, sondern einschließend gemeint. Es wird auch eine Unser-Website geben. Derzeit gibt es eine Landingpage, die schrittweise ausgebaut werden soll unter www.unser-salzburg.at. Und über diese Website soll es ab Mitte Mai auch möglich sein, dass sich Kulturveranstaltungen, die mit der Thematik der Kulturstrategie zu tun haben, auf dieser Website bewerben, aber auch präsentieren können. Am Schluss bleibt mir noch einfach ein herzlicher Dank an alle, die diesen Abend heute mitverfolgt haben, die die Präsentationen mit Interesse verfolgt haben. Ich möchte mich bedanken bei den Präsentatorinnen, die sich auf dieses knackige Format eingelassen haben und ihre Präsentationen erarbeitet haben. Ich möchte mich bedanken bei FS1, bei dem Team, das uns ermöglicht hat, diesen Abend hinauszusenden. Und ich möchte mich bedanken bei Bernhard Jenny, der uns das Format mit dem schwierigen Namen Pekczaczka zur Verfügung gestellt hat. Danke. Ja, das war die vierte Pekczaczka Night im Rahmen der Kulturstrategie. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt wirklich auf Sendung war und was nicht. Ich habe jedenfalls den Überblick kurz verloren. Ich weiß nicht, ob es euch draußen auch so geht. Ich möchte den Überblick für die Zukunft zumindest wagen. Es ist eigentlich ganz leicht zu merken. Es geht immer um einen Donnerstag. Und es geht immer um den Abstand von 3 Wochen. Heute in 3 Wochen, am Donnerstag, den 6.5., findet in der Arge Kultur eine sozusagen normale Pekczaczka Night statt. Nicht ganz normal, weil wir versuchen etwas Besonderes. Im Februar mussten wir ein Volume ausfallen lassen. Da es aber sehr viele Menschen gibt, die ihre Ideen bekannt machen wollen, wagen wir eine Doppelnummer, eine Doppelausgabe und daher beginnen wir auch schon um 19 Uhr, so wie bei den Kulturstrategie-Pekczaczkas. Das ist am 6.5. 3 Wochen später, am 27.5.,
findet dann wieder in dieser Form hier die Kulturstrategie Salzburg 2024 statt. Mit dem Titel Co-Creation Spaces stellen Sie sich vor. Es ist nun der Zeitpunkt gekommen, zu sagen Danke für die Veranstaltung dieser Night. Danke Barbara Köstler-Schruf und Ursula Meyer-Rabler, die sich persönlich da sehr engagieren, dass das alles möglich wird. Danke dem Gianbruno Revival Band für die Impulse. Danke dem gesamten Team von FS1. Ohne diesem Team wäre das Ganze nicht möglich. Und dann aber noch ganz was Wichtiges. Ihr Zuseherinnen da draußen, via Facebook, YouTube oder sonst wie über FS1, es gibt viele Kanäle. Ihr geht uns ab. Es ist schön, dass wir für euch da heute etwas präsentieren konnten. Und ich finde es toll, dass die Präsentatorinnen sich die Mühe gemacht haben, vor einer Kamera zu präsentieren, damit ihr uns zusehen könnt. Aber wir wollen euch endlich wieder spüren. Wir wollen euch endlich wieder im Raum haben. Wir hoffen sehr, dass das so bald wie möglich auch umsetzbar ist. Es soll niemand Risiken eingehen. Es geht schließlich um die Gesundheit von uns allen. Aber wir sehnen uns sehr, dass wir euch wieder direkt begegnen. In diesem Sinne, gesund werden, gesund bleiben und nur gemeinsam schaffen wir eine Zukunft. Schönen Abend. Thank you.